Ich bin sehr begeistert von diesem Board, muss ich also immer wieder sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich in meinem Alter das noch so sagen würde. Dann kam das mit dem Viewboard und ich habe die Whiteboard da entdeckt. Und das ist ja viel besser als Tafel, habe ich festgestellt. Aber von daher bin ich voll begeistert. Ich kann Texte aufrufen, wir können Hausaufgaben der Schüler ans Whiteboard packen und dann Fehler zusammen berichtigen. Also das bietet für meinen Unterricht unheimlich viele Möglichkeiten. Also durch die Viewboards habe ich die Möglichkeit, auch externe Tools wie beispielsweise GeoGebra im Mathematikunterricht, aber auch Simulationen im Biologieunterricht einzubinden und den Unterricht so anschaulicher und interaktiver und vor allem auch dynamischer zu machen und Dinge einfach zu visualisieren. Mir macht es sehr viel Spaß, damit zu arbeiten, ja. Weil man auf einmal ganz andere Möglichkeiten hat. Zum Beispiel habe ich Schülerlösungen gezeigt. Also ich habe fotografiert mit dem Tablet und dann an das Whiteboard gespiegelt und hatte dann ja die Möglichkeit, mit den Schülerlösungen auch direkt zu arbeiten. Das war früher halt nicht möglich. Entweder musste man das Ganze nochmal abzeichnen an die Tafel oder eben man konnte es zwar mit dem Beamer zeigen, aber dann konnte man wiederum nicht damit arbeiten. Und das ist eben das Schöne, was jetzt möglich ist. Als Sprachlehrerin kann ich einen sehr großen Nutzen aus den Boards ziehen. Ich muss nicht mehr meinen CD-Player mit mir rumschleppen, meinen Laptop mit mir rumschleppen und meinen Lautsprecher, sondern ich kann es direkt über das Whiteboard abrufen in einer super Tonqualität, dass ich eben das ganze Material, das didaktische Material jetzt endlich nutzen kann über das Board und da einfach eine hohe Motivation bei den Schülern wahrnehme. Der Einstieg war relativ unkompliziert. Die Verbindung ist von meinem eigenen Endgerät aus ganz einfach herzustellen. Und wenn es mal irgendwo hakt, mit Kabel geht immer. Sätze, die ich im Lateinischen hinschreibe, da kann ich jetzt die Nebensätze nach der Einrückmethode hinschieben, wo ich sie brauche, ohne irgendwie zum Schwamm zu greifen, was vorher eben notwendig war. Das ist einfach sehr variabel. Für uns an der Schule spielt der Datenschutz eine sehr große Rolle. Und das war dementsprechend auch ein Grund, warum wir uns für die Boards von ViewSonic entschieden haben, weil wir möchten, dass unsere Kinder, unsere Schüler sich sicher im Netz auch bewegen. Also es hat bislang keiner gerufen, ich möchte meine Tafel zurückhaben. Meine Lehrer machen sich, finde ich, sehr gut. Sie versuchen wirklich, was damit zu machen, neue Sachen herauszufinden, wie das geht, wo das ist. Deswegen, also die machen sich sehr gut.